Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 6. Heute würde ich gerne ein paar Änderungen an der Planung vornehmen. Ich glaube, alles komplett überdachen ist ein bisschen schwachsinnig, wenn man so einen kleinen Pfad, der immer durchgeht. Und vor allem Fundamente nehmen. Das ist ressourcentechnisch ziemlich viel. Und brauchen wir eigentlich gar nicht, weil das sind ein Stockwerk hohe Gebäude. Da kommt also eine Wand quasi und ein Dach drüber. Soll ich ein bisschen verschnupft klingen? Bitte ich das zu entschuldigen, ich weiß nicht, ich kämpfe seit ein paar Wochen schon mit dem Schnupfen, der will nicht ganz weggehen. Ja, fangen wir heute quasi an, die ganzen Fundamente abzureißen und einfache Wände hinzubauen. Weil das lohnt sich, finde ich, einfach mehr. Außer da kommt noch ein Fundament hin, das ist ja quasi der Eingangsbereich. Vorher brauchen wir auch eine neue Spitzhacke, denn unser ist kaputt gegangen. Sollen wir eben reparieren gehen. Dass wir zumindest, ja, das so ein bisschen kriegen, ne? ja. Ich glaube, Planken hatte ich, glaube ich, einige hergestellt gehabt. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Timber. Das sollte eigentlich so kein Problem sein. Ja, also, kurz. Ich glaube, ein Stock reicht auf jeden Fall nicht. Zünde das sofort an. Warum auch nicht? Aber das müsste jetzt eigentlich reichen. Ja. Und dann einmal. Falsch Taste. Ist immer wieder so, wenn er zwischen Spielen wechselt. Aber dieses F und E, das ist mir ein bisschen. So eine Einheitsoption wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, eine Karte haben wir, glaube ich, hier drin auch eine, ne? Aber nicht, aber die kann hier rein. Der Lehm. Kann eigentlich auch hier rein. Ich denke, das passt ganz gut. Ja. Und noch Fleisch hätten wir gerade. Könnte man ja eventuell mal kochen. So. Eine Menge Erde aber auch. Ich würde sagen, wir gehen mal eben gucken. Sachen, weil wir müssen auf jeden Fall eine Menge Zimmer haben. Ob ich es Planken gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber Steine brauchen eine Menge. Ne, nur Zimmer. Aber ist eine gute Menge Zimmer. Ich glaube, den Kollegen brauchen wir auch gar nicht, ne? Wir müssen quasi bauen, ist das hier wird ein Haus. Das heißt, hier dürfen wir einmal alle Fundamente weg. Können schon mal hingehen und einmal eben die Mauer nehmen. Denn Support benötigt das Ding natürlich. Aber keine Blöcke, das ist viel zu viel Stein. Na, wieso willst du nicht? Dickste bitte, wieso möchte ich die nicht? Okay. Wie viele Sticks haben wir denn noch überhaupt? Gar keine. Das ist ein bisschen doof. Hatte ich auch sonst nirgendwo wahrscheinlich drin? Ich glaube nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hatte gerade deine Hitbox gehabt, wollte mich jetzt irgendwie. Sehr schön. Hier mit rein, dann einmal dich, zack. Ich sehe gerade Bärenbüsche. So. Alles einmal einpacken. Und jetzt müssten wir auch eigentlich genug Stöcke haben für den Rest eben. Zack und zack. Und dann komme ich auch noch weg. Und dann einmal zack und genau. Das wäre dann quasi Haus 1. Haus 2 wird ein bisschen eigentlich die gleiche Form. Und zwar dieses Areal hier. Und dafür können wir noch ein bisschen was weggetragen werden. So.
Und dann quasi ganz einfach. Irgendwie sind die Hitboxen halt ein bisschen komisch. Ja, stimmt, ich war der Boden. Genau, da war ja was. Uiuiui. Ah, ist ja dieses tolle neue Bausystem von denen. Nicht ganz runterfallen, bitte. Ich will da vorne hingucken. Dieses Spiel regt immer schlecht auf. Mir jetzt egal, dann schwebt der Mist halt, deswegen ist auch ehrlich gesagt Wurst, ganz ehrlich. Wenn das Spiel nicht will, dann will es nicht, mir auch egal. So. Und dann sehe ich einmal zack, zack und zack. Genau, die Stockpiles kommen natürlich da weg. Ich baue jetzt mal ganz kurz dich eben auf, dass du zumindest schon mal soweit der Vorplatz quasi steht. Hier führt ein enger Pfad einmal durch. Dann haben wir hier noch eine Hütte. Vielleicht so ein kleinen. Dann machen wir das in unserem, ja quasi Crafting-Haus, wo wir ganze Sachen herstellen. Dann haben wir nämlich hier quasi diesen kleinen Platz in der Mitte noch. Den baue ich irgendwann wieder aus. Dass wir wissen, hier sollen Blöcke bleiben. Zack. Und dann darf auch schon mal hier drüben ein bisschen Planken hergestellt werden. Mal gucken, okay, das hat 7 Minuten nehmen wir auf. Also noch mehr als genug Zeit. Die müssen ja die Verleiher. Sparen wir auf jeden Fall eine Menge Stein mit. Zack, zack. Auch das wird, wie gesagt, kein sehr hohes Haus, ein Stockwerk und ein Dach drauf. Das reicht eigentlich. Ja, wir spielen ja hier nicht Conan Exiles mit 1000 verschiedenen Crafting-Stationen, sondern im Grunde genommen ja nur die Evil Engineers. Natürlich das Problem, dass das Gras sich natürlich nicht weggehen möchte. Die Sau. So. Können wir noch ein bisschen Salat herstellen? Können wir. 2 Stück, glaube ich. Jawohl. Dann das Brot noch eben hinterher. Okay, haben wir die Planung dort schon mal drin. Ich würde sagen, dann bauen wir die Wände schon mal eben alle. Hier muss dann einmal eine Säule hin. Zack, zack. Ja, die Reichweite von dem Stock ist leider nicht allzu groß. Wobei, wenig ist es auch nicht, aber überlegt, der ist jetzt aus der Reichweite hier, wenn ich hier quasi drauf stehe, das ist dann doch schon ein bisschen doof. Wieso wächst das Gras nach? Ist das normal? Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, was da passiert. Aber wieder aufzutauchen, das ist ziemlich. Ziemlich interessant auf jeden Fall. Aber ihr müsst weg, denn ihr stört das Aussehen. Wenn ihr durch den Boden durchguckt, das muss nicht sein. Zack.
Und einmal. Zack. Das wäre dann Haus 1. Wir können auch eigentlich schon mal jedem den. Na, keine Stöcke mehr. Ja, die brauchen wir auch tatsächlich. Deswegen. Gehen wir am besten mal. Ein kleines Bäumchen füllen. Ihr wächst schön. Sehr gut. Also Eichen geben eine Menge Holz, deswegen sollten wir jetzt hier noch wachsen. Ja, aber diese Lecks sind auch extrem störend übrigens. Also, ist nur ein bisschen schade, dass wir wahrscheinlich für die nächsten Monate zumindest keine Updates mehr warten können. Also ich denke mal, sollte nichts Überraschendes sein für die meisten. Zumindest glaube ich, dass Keen das Spiel wieder fallen lassen hat, glaube ich, früher. Also, es macht anscheinend nicht genug Geld. Will ich mal so spontan tippen. Ich werde aber jetzt auch nicht verstehen, warum man unbedingt jetzt die Entwicklerteams zusammenwerfen musste. Ich bezweifle, dass Keen Software auch so wenig Geld hatte, dass die Entwicklerteams irgendwie aus Kostengründen zusammengeschmissen haben. Hatten die eigentlich einen Grund genannt? Also nebenbei gefragt. Ich weiß das gar nicht mehr. Der Blogpost ist schon ein bisschen länger her. Aber ich meine, den Grund haben die keinen gegeben, warum die das jetzt gemacht haben, zusammenwerfen. Nur dass halt der. Ja, Namen noch längere Zeit merken. Der gute Kollege, der die ganzen Update-Videos auch gemacht hat, der ist ja gegangen. Und das kam ja zusammen mit dem mit der Ankündigung, dass die Entwicklerteams zusammengelegt wurden. Hab ich eine Armbrust eigentlich dabei? Nicht. Schade. Und damit ja quasi auch dann, ne, im Grunde genommen gesagt haben, wir geben Medieval Engineers auf, weil es gab ja seitdem wirklich gar nichts in dem Bereich mehr. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn die auch gar nichts mehr entwickeln in dem Bereich, das Spiel quasi wirklich komplett fallen lassen. Wäre ich das erste Mal, wäre natürlich auch sehr traurig, weil ich spiele das Spiel, ehrlich gesagt, sehr gerne. Weil ich persönlich zumindest erwarte den nächsten, eigentlich das ganze nächste Jahr, aber so gut wie gar nichts. Wenn überhaupt ein, zwei Updates, wenn es hochkommt. Persönlich glaube nämlich, das Spiel wurde aufgegeben. So traurig, wie es klingt, aber es gab von vornherein keinen Grund, die Entwicklerteams zusammenzuwerfen, weil so limitierst du einfach die Entwicklung von einem der beiden Spiele, so oder so. Entweder Medieval Engineers oder Space Engineers, und von einem Geschäftsstandpunkt her kann man nicht ganz gut sehen, warum Medieval Engineers definitiv den kürzeren zieht. Weil weniger Spieler, weniger Geld, dementsprechend ergibt es eigentlich Sinn, dass Space Engineers nicht mehr wirklich kriegt im Bereich Update. Kann mich irren, vielleicht kommt nächste Woche eine große Ankündigung, wer weiß, aber ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass kommt nicht mehr viel. Ich denke mal, die Modding-Szene ist so der Hauptgrund, warum das Spiel noch lebt. 15 Stück nur, das ist nicht wenig. So. Dann machen wir mal eben weiter. Das Gebäude könnten wir zwar als Schmiede benutzen. Das wäre, glaube ich, eine interessante Idee. Übrigens, man sieht es eventuell. Einige Sachen, hier Forest Lantern zum Beispiel. Ich habe nämlich den Eastern Architecture Mod, glaube ich, heißt der. Das sind dann auch so ein paar chinesisch, glaube ich, soll das sein, oder japanisch angehauchte Gebäude. Ja, Bamboo kommt jetzt auch mit drin automatisch. Werden wir hier nicht benutzen. Passt nicht, aber ich habe mir überlegt, was kann man ja bestimmt mal, wenn wir jetzt irgendwo im Dschungel mal was bauen. Ganz gut anwenden, diese Reispapier, japanische Holzwände, Dächer.
Die wird ziemlich cool aussehen. Ja, ich mag die Architektur in Japan. Das ist eine recht schöne Architektur, die sie teilweise haben in den alten Häusern. Ne? Ups, die Planken nehmen wir natürlich mit. Na, diese Forest Lanterns, die sehen, glaube ich, auch gar nicht mal schlecht aus, ne? Die Timber Wedges habe ich auch genommen, ist auch recht, also diese quasi schrägen Timber. Die sehen auch nicht schlecht aus, ich wollte gerade mal gucken. Die Forest Lanterns waren diese Steinlampen, ne? Die die in Asien oft haben. Ich will mal eine davon bauen. Ich sehe immer, wie die aussehen. Ja, das sind die, genau. Die sehen nämlich wirklich nicht schlecht aus, wenn die zum Beispiel irgendwo hinbauen würde. Auch würden auch theoretisch vielleicht sogar hier reinpassen, oder? Na, ich weiß, das ist typisch asiatischer Baustil, aber kann man eigentlich verwenden. Könnten wir definitiv auch in der Burg ein paar Mal hinstellen, so irgendwie in den Garten oder so. Wobei wir bauen eigentlich keinen Garten, aber wisst, was ich meine. Wie sieht denn die Nummer 1 dann aus? Das ist ja die V2 gewesen. Dann war das, glaube ich, dieses. Ich weiß nicht, wie die jetzt aussieht. Ist die gleiche zweimal gebaut? Nein, ist auch egal. Können wir erstmal so weglassen. Jetzt brauchen wir hier einmal natürlich noch die Tür und so weiter rein. Wenn wir aus den Schmied machen, brauchen wir auf jeden Fall auch die. Säulen brauchen wir sowieso. Die Tür. Mit dem Dach brauchen wir gleich mal. Die Frage, ob wir jetzt hier draußen quasi den Schmelzofen hinstellen würden. Die Tür mal hier in das Holz, genau. Dann haben wir hier eine normale Wand. Wobei, warte mal. Man muss ja auch irgendwie nach unten kommen, ne? Also zum Ofen kommen. Im Idealfall von innen. Ja, hier kommt ja die Mauer drin, das ist ja egal. Da würde ich ganz gerne auch ein kleines Fenster zumindest einbauen. Vielleicht sogar zwei. In etwa so. Und dann. Was sind die falschen? Ach, verdammt. Nur einen kurzen Moment. So, sorry, der Huster musste nicht sein. Schon eine ganze Episode zurückzuhalten, aber gegen Ende wollte er raus. So. Dann am besten einmal eben Temasche schmelzen. Reicht das? Ah, die Sau. Stimmt ja, wenn das kurz vom Fertigstellen ist, dann wird natürlich nicht zu Ende geschmolzen, weil warum auch? Würde ja Sinn ergeben. Okay. Sehr gut, und dann einmal. Ich
und die, den Metal Parts Material auch reingenommen. Dass wir ein bisschen mit so kleinen Metallblöcken, quasi mit dem Gewicht halt nur in Form, so angerundet, so eine runde Ecke und so weiter, dann ein bisschen bauen können. Ich denke mal, das können wir noch ganz gut benutzen, eigentlich. Kann ich jetzt mal ganz kurz die beiden Laternen eigentlich mal wegtun? Das ist die gleiche, ne? Ich doch zweimal die 1 gebaut, verdammt. Für einen Dichter hier rausnehmen, weil eigentlich brauchen wir das Zeug ja für gar nichts. Ja, fallen lassen macht keinen Unterschied. Genau. Salat. Dann nehmen wir einen schon auf. Oh, 21 Minuten. Ein paar Minuten haben wir noch. Genau, hier waren wir stehen geblieben. So in etwa quasi draußen als Anhang. So. Dann würde jetzt das Dach quasi drauf kommen. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, für die Burg selbst nehmen wir auf jeden Fall Ziegel. Panische Foundation. Okay. Auf jeden Fall nehmen wir für die Burg selbst die roten Ziegeldächer. Ich glaube, für die Gebäude hier unten können wir auch die normalen Holzdächer nochmal nehmen, ne? Ja, ich denke, das passt hier mit am besten eigentlich rein. Ja, ich würde ganz gerne. Zack. Ups, zack. Und. Zack. So. Müssen wir nicht alle halten, denke ich mal. Na, die Planken natürlich mal wieder nicht. Planken, zack. Okay. Aber so von der Höhe her passt das eigentlich rein. Das ist nicht hoch genug, um irgendwie Gefahr für die Mauer selbst zu werden. Vielleicht noch ein Tor dran. Auch so überlege ich, was ich ein bisschen anders mache. Weil normalerweise baut man Tore immer so rum. Ich habe schon gesagt, das Tor wäre falsch rum, weil man könnte mich einsperren und so weiter. Ich verstehe auch nicht ganz, warum King das so designt hat, weil es passt nicht wirklich, weil die. Es müsste nach innen aufgehen und die Dinger müssten innen sein, nicht außen. Aber es passt einfach, dass ein ganzer Block da ist. Ist ja quasi dieses ganze Areal hier, ist ja quasi dieses Tor bedeckt für die Spieler, die spielen. Ne? Und passt halt nicht. Aber ich finde, nur so vom reinen Aussehen her, wenn man sowas außen hat, das sieht nicht schlecht aus. Und deswegen war mein Plan quasi, das Tor, was wir hier oben bauen, nach innen zu bauen. Quasi umgedreht hier dran. Dass ich nochmal nachgucken wollte, dafür ist, können wir die Säulen hier reinstellen? Können wir. Dann sehe ich das auch schnell. Dann machen wir es auf jeden Fall auch genauso, wie ich das geplant habe. Ist dann mal ein bisschen was anderes. Macht nicht jeder so, weil. Kannst halt eben, wenn das so machst, wie wir es machen, dass das Fallgatter passt, wenn ich da nicht rein. Das Fallgatter will eigentlich jetzt hier perfekt reinpassen.
Aber ich vermute mal, es passt wegen den Schießscharten nicht. Weil das hat ja vorher gestanden. Wir hatten das ja, glaube ich, in der ersten Folge hier gehabt, das Fallgatter hinter dem Tor. Aber ich vermute mal, die Schießscharten verändern das so ein bisschen. Deswegen passt das hier nicht mehr rein. Ich will die Schießscharten nicht weglassen, deswegen lassen wir das Leben einfach so. Und das Tor hier wird dann quasi nach innen gebaut. Ich denke, das bietet sich hier mal vom Design her ein bisschen an. Natürlich sage ich einfach mal, so bauen wie immer, so ein bisschen anders. Muss man auch mal bauen, ne? Genau, dann wäre das jetzt hier quasi. Die Schmied. Oben offen. Ich habe erst gedacht mit Dach, aber wenn hier draußen der Ofen steht, macht ein Dach recht wenig Sinn. Stattdessen werden wir einmal hier. Wir hatten, glaube ich, irgendwo. Gucken, wo. Da muss er. Ich kann ich jetzt hier nicht bauen. Mein Gott, das ist eine dumme Hitbox, das Ding. Quasi hier komplett rundum so eine halbe Wand zu machen. So. Weil der quasi hier auf das nächste Haus quasi angrenzt, deswegen kann man hier nicht ganz gut das so umbauen. Also bis hierhin geht die Reichweite von den Stockpiles auf jeden Fall noch. Schon mal sehr gut. Ja, das ist dann quasi Haus Nummer 2. Dann können wir nämlich nachher auch den Spieltisch nach oben holen. Das ist dann schon mal unten alles weg. Hier ausbauen, mal gucken. Hier hätte ich auf jeden Fall ganz gerne so ein paar andere Sachen. Muss mal gucken, was man wo genau einbaut. Und dann hast du dann in der nächsten Folge eventuell das Lagerhaus fertig. Ich denke, das wäre so ein der wichtigeren Gebäude. Das würde ich ein bisschen mehr Stauraum haben für alles. Ups, das ist ja keine Öffnung. Hier ist eine Öffnung. So. Nicht auch noch umändern. Wobei, das hier wird auch nur 2 breit. Wenn wir den Durchgang hier haben wollen. Deswegen ist es auch ein recht da ich Blöcke lassen müssen, ne? Ja, muss auch noch geändert werden. Nächste Folge auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und für das Video seht, also ich lade dann Heiligabend durch, deswegen, ne? Das nächste Video kommt wahrscheinlich erst am Freitag oder am Samstag. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und schöne Feiertage.